Wir haben es insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Also über zwei Drittel oder drei Viertel der 90 Minuten haben wir sehr, sehr gut gespielt. Und letztendlich kannst du nicht, wenn du, ich weiß nicht, wie lange wir in Unterzahl gespielt haben, 60 Minuten bestimmt, da kannst du nicht das ganze Spiel lang alle Torchancen verhindern. Da geht ein Abstauber rein, die schießen einen Sonntagsschuss auch noch rein. Und letztendlich sind das dann diese kleinen Dinge, die es ausmachen, die dann zur Niederlage führen. Ja, wir haben die erste in 20 Minuten komplett verschlafen. War Norderstedt deutlich besser, griffiger. Wir kamen nicht so gut mit dem Pressing von denen zurecht, hatten viele einfache Ballverluste, gehen dann durch einen Standard ins Hintertreffen, worauf uns der Trainer auch schon gewarnt hat, dass es eine große Stärke ist von denen, gut gespielt, schlecht verteidigt, 1-0. Machen dann schon ein bisschen mehr Druck und ich habe auch schon nach einer halben Stunde gesagt, dass ich merke, dass Norderstedt müde wird, wenn wir den Ball laufen lassen und auch nach dem 0-2. Klar, die gelb-rote Karte hat uns die Karten gespielt, aber war ja vollkommen zurecht. Und dann die letzte halbe Stunde nach dem 0-2 nochmal so zurückzukommen, ist natürlich schon stark. Aber wir wussten halt um unsere Physis und dass eben Norderstedt müde wird. Und wir haben das Spiel dann überragend gedreht. Der Trainer hat noch das System gewechselt, was uns dann auch nochmal super entgegenkam. Die Einwechslungen waren top und deswegen haben wir das Spiel dann am Ende verdient gewonnen. Ja, wir haben sie überrascht, indem wir auch mal vorne raufgehen. Das haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, dass wir uns nicht nur hinten reinstellen, sondern eben auch mal sie ein paar Minuten lang vorne unter Druck setzen, sie anlaufen. Ich denke, wir haben sehr starke mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt und haben mit 11 Mann eben gegen den Ball, mit dem Ball gearbeitet und uns das 1-0 und auch das 2-0 absolut verdient. Und damit waren sie sicherlich überrascht, ja? Ja, wir wussten schon, dass wir Geduld brauchen, aber dann kommt halt dieser Nackenschlag mit dem 0-2 und dann gibt es halt Mannschaften, die zusammenbrechen. Und wir haben eine extrem junge Truppe und dafür, dass wir eben so jung sind, zeigt es schon einen richtigen Charakter. Und hier war jetzt nicht, der Platz war in Ordnung, ja, aber es ist schon schwer, hier fußballisch zu glänzen, aber wir haben eine super Mentalität gehabt und ja, wir sind physisch auf dem Top-Niveau. Also Norderstedt ist eingebrochen, weil sie auch 10 Mann waren, das ist klar. Aber wir haben es dann sehr, sehr gut ausgespielt und am Ende verdient gewonnen. Ich merke es natürlich noch in den Beinen, auch die ersten Einheiten. Klar, ich bin noch nicht bei 100%, aber es freut mich natürlich trotzdem, dass der Trainer mir das Vertrauen direkt gibt für die halbe Stunde, die ich gespielt habe. Ich habe versucht, direkt da zu sein, habe mir bis jetzt gegeben und ja, schade, dass wir dann mit der Niederlage so nach Hause gehen, das ist klar. Nö, das ist eigentlich egal, weil sie kommen nächste Woche zu uns und wir wussten, egal wie wir heute spielen, wenn wir nächste Woche gewinnen, sind wir wieder vorne. Und wir wissen auch noch um das Restprogramm von Lübeck. Hatten jetzt, glaube ich, alle Aufsteiger und viele Mannschaften, die unten drin stehen. Und die müssen auch noch nach Flensburg, die müssen nach Bremen, die haben Hamburg, die haben Oldenburg. Die haben schon noch ein paar Bretter reden. Und wir haben jetzt Lübeck zu Hause, da wollen wir unbedingt gewinnen, auf 4 wegziehen. Und haben jetzt noch 2, 3 richtig eklige Spiele. Und ich habe immer gesagt, wenn wir nach den ersten 4 Spielen oben stehen, steigen wir auf. Und so wird es auch kommen, denke ich. Ja, ich denke, wir werden uns wieder zusammenraufen. Wir wissen, dass wir trotzdem zu großen Teilen eine super Leistung gespielt haben, eine super Leistung gebracht haben. Nächste Woche haben wir einen individuell ein bisschen schwächeren Gegner mit HSC Hannover und da werden wir wieder voll angreifen und sicherlich die 3 Punkte dann holen.